Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Reisevlog. Aber dieses Mal gibt's was ganz Besonderes. Und zwar habe ich letztes Jahr zum Geburtstag von der engsten SWG-Community etwas sehr, sehr Schönes zum Geburtstag bekommen. Und zwar Tickets für Formel 1 in Spielberg. Und da sind wir Freitag, Samstag, Sonntag. Das heißt, für mich geht's nach Österreich. Allerdings mit einem kleinen Zwischenstopp. Und zwar fahre ich jetzt erst nach Waldkraiburg, gehe da in der Puzzles Lounge ein paar Köpfe rauchen, mache dann wieder eine Nacht Autocamping und dann geht's morgen mit dem Basti von München aus weiter nach Spielberg. Und dann gucken wir fucking Formel 1 live in Spielberg. Holy shit. Und da fahren wir jetzt hin. So, wir sind angekommen in good old Waldkraiburg und der Puzzle Lounge. So sieht das Ganze von außen aus. Ich würde sagen, wir gehen rein. So, angekommen in der Puzzle. Es gab auch erstmal direkt eine schöne Pfeife. Ich habe die Duscha Basic bekommen auf einer Caesar Bowl. Popo oben drauf. Elia HMD. Sehr, sehr nice. Mischung aus Blackburn, Aino, absolut nice. Und ein paar Leute haben sich auch noch eingefunden. Und jetzt rauchen wir noch ein schönes Köpfchen zusammen, bevor ich mir einen Campingspot suchen muss. Gruseliges Autolicht. Es war ein sehr schöner Abend in der Puzzles Lounge. Kann ich euch auf jeden Fall ins Herz legen, falls ihr aus der Nähe von München, Waldkraiburg kommt, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich hatte zwei Köpfe, ein Funnel und ein Mehrloch danach. Waren beide sehr nice. Full Darkblend Auswahl, geile Pfeife am Start, Caesar Balls am Start. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Am Samstag ist hier ein Event. Wenn das Video rauskommt, ist das Event schon rum. Ich bin traurig, dass ich nicht kommen kann, aber ich freue mich leider mehr auf Formel 1. Das kann man dafür auf gar keinen Fall sausen lassen. So viel ist für mich auf jeden Fall klar. Jetzt fahren wir nachts im Dunkeln zu dem Campingspot. Das könnte nochmal spannend werden. Aber mir wurde gesagt, das geht da easy. Wir gucken. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Nacht im Auto ist schon rum. Wir haben jetzt 9 Uhr. Ich bin aber schon ein bisschen länger wach. Hab schon wieder alles aufgeräumt und so. Ich habe gestern Abend nichts mehr gefilmt. Es war eh so dunkel. Ihr habt es ja bei dem letzten Shot vor der Puzzles Lounge gesehen. Man hat eh gar nichts mehr erkannt. Ich bin zu so einem Parkplatz gefahren, an so einem Weiher, sehr idyllisch, weil ich war dann nicht mehr fahrtüchtig und musste schlafen. Und das habe ich hier getan. Und jetzt ist es 9 Uhr und der Basti kann erst um 16 Uhr los, also muss ich noch irgendwie ein paar Stunden killen. Und ich dachte, vielleicht fahre ich einfach mal nach München, vielleicht fahre ich mal zu dem LFDY-Store, vielleicht fahre ich noch in den Shisha-Laden. Mal gucken. So, bin schon ein ganzes Stück weiter an München, aber jetzt haben wir noch eine Special Mission. Und zwar müssen wir den Klappstuhl von Basti in meinem Lieblingsladen abholen. Decathlon. Wie oft ich diesen Monat schon bei Decathlon war. Unnormal. Bonjour. Meine Tour durch München ist vorbei. Also zumindest die Innenstadt. Jetzt geht's weiter. Ich bin am Eisbach. Weil beim Eisbach gibt es eine stehende Welle, wo Leute surfen. Und das würde ich mir gerne angucken. Also laufe ich da jetzt einfach mal hin und gucke mir an, wie da hoffentlich ganz viele wilde Leute am Surfen sind. Aber ich glaube, ich muss noch ein Stückchen spazieren und ich bin eben aus Versehen in irgendeinen Tennisclub reinspaziert. Die hatten keine Schranke oder so, also es war jetzt nicht so, dass man es direkt sehen konnte. Da bin ich ja rumgelaufen, jeder hat mich lieb gegrüßt. Also ich war gerade im Tennisverein München. Grüße gehen raus, sehr liebe Leute. Gut, wir suchen die Surfer. Alter, fuck my life. Ich habe eben nach einer halben Stunde laufen in die eine Richtung gemerkt, dass ich in die falsche laufe. Junge, Junge, ich krieg heute ordentlich Steps rein. Und ich habe jetzt schon so Bock, in dieses Wasser zu hüpfen. Und da schwimmen auch Leute drin, aber Strömung sieht geisteskrank schnell aus. Immer noch eine der besten Erfindungen jemals, diese Unlock-Bikes. Ich habe mir jetzt hier ein E-Bike gezogen und radel jetzt einfach schön dahin, Digga. Schon wieder viel zu viel gelaufen. Scheint hier übrigens ein Ding zu sein, dass man sich irgendwo in den Eisbach reinschmeißt, dann runtertreibt und dann irgendwo wieder rausklettert und zurückläuft. Und da warten jetzt immer alle, bis die Surfer einmal durch sind und dann können die Schwimmer einmal durch. Das sieht so geisteskrank nice aus. Ich wünschte, ich hätte A, Schwimmsachen und B, jemand, der auf meine Sachen aufpasst. Weil bei den Temperaturen würde ich da einfach instant mit reinspringen.
Also ich habe gelernt, das andere war nur die kleine Welle und ich suche jetzt noch die große. Aber ich fühle das hier anders mit diesem Bach. Ich würde auch den ganzen Sommer mich da nur drin rumtreiben lassen. Das Einzige, was abfacken muss, ist wieder hochzulaufen. So, eine Nussecke weggemacht, Kaffee geholt und jetzt geht's gleich auf die nächste 4-Stunden-Etappe. Weil jede Minute sollte der Basti hier Feierabend haben und aus dem Haupteingang kommen. Und dann geht's los nach Austria. Abfahrt. Wey, wir haben den Basti gefunden. Schönen Feierabend, Basti. Was machen wir denn in Riem-Arkaden? Wir wollen doch zu Kohle, Formel 1. Kohle. Warte, das sieht man gar nicht, wie schön du tanzt. Mal nochmal? Nein. Wir haben eben gegessen und jetzt gibt es direkt ein Köpfchen. Basti baut sich Black Pan, Traube, Mavama. Ich habe mir in der Turkish Bowl Larry und Pinkman gebaut. Und der Sand, Entschuldigung, der Sandro hat auch schon gebaut. Und bei dem gibt es Zitrone Minze mit dem Blaze Cola. Und ein typisches Sandro-Köpfchen. Einen wunderschönen guten Morgen nach der ersten Nacht auf der Alm. Das hier ist die Aussicht, die wir am Start haben. Ist komplett ruhig. Der Brunnen plätschert leicht. Wir haben hier noch so einen Riesenliegestuhl. Der Basti ist leider noch in einem Meeting. Ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht. Ich habe Kohle gelegt. Dann hat der Basti sich jetzt schnell ein Köpfchen gebaut. Ich baue mir jetzt auch noch eins. Und dann gibt's Frühstück. So, Sandro ist auch aufgewacht. Wir sind am Frühstücksköpfchen rauchen, aber wir haben Besuch gekriegt. Guten Appetit. Prost. Die Kuh hat noch einen halben Busch im Mund. Noch ein Nachtisch für später. Huh? Boah, wie denen die Fliegen auf den Sack gehen. So, Frühstücks-K.O. Es wird ja heiß an der Hand hier, direkt da. Sandros Köpfchen nebendran. Frühstücksköpfchen wurde geraucht, jetzt ist es 10.22 Uhr. Wir haben gesagt, um 11 Uhr fahren wir los. Und wir fahren zu einer Bahnstation, von da fahren wir dann weiter zum Rennen. Zeige ich euch aber. Und dann geht's los mit Free Practice und Qualifying. Weil dieses Wochenende ist auch noch Sprintwochenende. Das heißt, wir kriegen eigentlich das Maximum für unser Geld. Erstens ist der Red Bull Ring relativ kurz. Das heißt, die fahren nicht irgendwie 50 Runden wie auf manch anderen Strecken, sondern 70 Runden. Das ist schon mal geil, weil dann sehen wir die Autos häufiger. Plus, wir haben heute Practice Quali, morgen Sprint Quali und Sprint und Sonntag noch Rennen. Also richtig nice. Gleich geht's los. Hype? Hype. Bock-Angriff. Angriff. Hey, wir sind angekommen. Basti ist noch in seinem Meeting. Aber wir haben jetzt gerade hier die erste Parking-Experience. Wir haben gesagt, heute fahren wir nochmal auf den Parkplatz. Morgen werden wir wahrscheinlich eher Park-and-Ride machen von unserer Hometown in Austria. Aber heute haben wir gesagt, fahren wir nochmal auf den Parkplatz. Und da hinten ist schon die Rennstrecke. Also entweder haben wir so schlimm geparkt, wie man nur parken kann. Oder es ist wirklich einfach ein sehr weiter, sehr steiler Weg.
Also egal wie viel das Speed-Ticket kostet, es lohnt sich. Erste freie Training ist rum. Jetzt ist gerade Qualifying für die Formel 3. Digga, Formel 3 500 mal lauter als Formel 1. Also jetzt kann ich nachvollziehen, warum Leute sagen, früher klang die Formel 1 so viel geiler. Das kommt im Fernsehen nicht rüber. Aber in echt ist das geisteskrank. Ich weiß nicht, wie sie früher geklungen haben, aber jetzt sind die echt leise. Also wir sitzen 30 Meter von der Rennstrecke weg. Das ist kein Problem ohne Ohrstöpsel. Also kannst du dich auch neben der Autobahn stellen, das ist ungefähr ähnlich laut. Nicht so geil, aber ähnlich laut. Formel 3, geisteskrank laut. Oh, die kommt. Formel 1 ist vorbei, eben war noch Quali von F1, ist jetzt aber auch rum. Jetzt steht eine lange, lange Wanderung zum Auto an, also Parkplätze sind schon weit weg. Aber auf dem Rückweg geht es jetzt wenigstens bergab, das ist schon mal ein großer Vorteil. Also machen wir jetzt hier eine wilde Wanderung. So ein Schweizer Wanderliebling. Stock, Stahl, ein Rage, Schirmon, für Schiebe, Quatzen, Sonntag oder so. Einen wunderschönen guten Morgen aus der verregneten Alm in Österreich. Heute ist Wetter nicht so gut, das wussten wir aber. Aber irgendwie, also auch ein geiles Feeling. Ich habe heute Morgen mein Fenster aufgemacht und es war einfach alles voller Nebel. Aber wir lassen jetzt erstmal den Tag hier starten mit einem schönen Köpfchen, einem Käffchen. Und dann gucken wir noch Spin-Shootout daheim. Und dann fahren wir rüber. Ja, jetzt gibt es erstmal einen Larry Pinkman im Cosmo. Ui. Mein Vlog wird gehijackt. Ich habe geklaut. Es regnet. Marvin hat zu viel geraucht, deswegen hat es jetzt Nebel hier. Hallo, wir sind auf unserem wunderschönen Parkplatz. Heute testen wir einen anderen Parkplatz, P8. P8, heute testen wir P8. Gestern waren wir bei P5. Und wir müssen auch nur noch da oben auf den Berg drauf. Seht ihr das Bungee-Ding? Wir müssen da hinlaufen, dann links an den Bäumen vorbei und dann wieder rechts rum hinter. Also nur so 2-3 Minütchen. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Was wird? Was? So, Reisetruppe Formel 1 macht einen kurzen Wander-Zwischenstopp. Es ist schon ein gutes Stückchen, was man hier mit dem Zeug hochlaufen muss, ne? Ja. Aber ohne Fleiß. Kein Preis. So, wir sind angekommen an unserem heutigen Spot. Wir haben gesagt, wir machen heute ein bisschen langsam, ein bisschen entspannter, sind deutlich später hergefahren. Sitzen jetzt ein bisschen höher, aber es ist trotzdem eine coole Aussicht. Jetzt ist gerade Porsche Cup, aber rote Flagge, weil sich einer dazu entschieden hat, mal kurz das Kiesbett zu testen. Hat funktioniert, ist nicht eingeschlagen, so viel dazu. Und später ist noch Formel 1 Sprint. Da freuen wir uns drauf. Wir freuen uns. Es regnet. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Hallo. 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 Wir sind eingekuschelt in den Regenponchos. Du hast doch noch gar kein Regenponcho an. Basti hat sein Regenponcho an. Wir haben unseren Regenschirm, ist cozy, aber ich bin ein bisschen traurig. Die Flugshow wurde gecancelt, ist aber nicht so schlimm, weil die ist morgen nochmal. Und dann gucken wir uns die eben morgen an.
Weil morgen ist der Plan, sehr früh hier zu sein. Sehr, sehr früh. Das werden wir heute Abend bereuen, beziehungsweise morgen früh bereuen. Aber morgen wollen wir Premium-Plätze. Weil morgen ist Formel 3-Rennen, Formel 2-Rennen, Porsche Cup-Rennen. Ah, und Formel 1 fällt auch noch. Ja, Formel 1, Formel 1 tatsächlich. Formel 1, ja, auch morgen. So, wir sind wieder in unserer Alm. Feuer ist an. Ihr seht schon hinten den Rauch. Jetzt gibt es noch ein leckeres Köpfchen, dann wird noch gegrillt und heute müssen wir früh schlafen gehen. Weil morgen wollen wir um 6 Uhr abfahren. Um 8 Uhr sind die ersten Rennen. Es gibt dann noch Formel 2, Formel 3, es gibt den Porsche Cup. Und wir wollen morgen sehr, sehr gute Plätze. Also geht's morgen früh los. Bats. Unser Grillmaster Sandro ist am Grillieren. Wir haben eine wilde Auswahl an möglichen von Hähnchenspießen, Berner Würstchen, Sous-Vide Putenbrust, kann man hier tatsächlich einfach so kaufen. Und natürlich einen Haufen Grillbaguettes. Let's go. So, ich habe euch noch gar nicht mein Zimmer gezeigt. Das holen wir jetzt einmal kurz nach. Das ist tatsächlich ein sehr schönes Zimmer. Wir haben einmal hier mein Bett, meine eigene Bettwäsche mitgebracht, immer sehr, sehr wichtig. Da ist mein kleiner Haufen, dann gibt es hier noch eine kleine Ecke, eine Sitzecke. So, schöne Sitzecke. Und noch ein Fernseher, aber habe ich nicht benutzt. Ich habe einfach ein bisschen Laptop im Bett geguckt und fertig. Ja. Jetzt geht's noch duschen und dann geht's ins Bett. Es ist erst kurz nach 10, halb 11. Und das heißt, ich stehe um 5.55 Uhr auf. Putz ganz schnell Zähne, schmeiß mir eine Sache ins Auto und go time. Aber dann haben wir morgen hoffentlich geile Plätze für die ganzen Rennen. Weil morgen ist Formel 3, Formel 2, Porsche Cup und natürlich der Grand Prix Formel 1. Guten Morgen. Es ist 5.30 Uhr. Wir machen uns jetzt fertig für die Rennstrecke. Einen wunderschönen guten Tag von der Bergwanderungstruppe F1. Wir sind auf dem Weg nach oben. Das frühe Aufstehen hat sich parkplatzmäßig schon mal gelohnt. Jetzt sind wir an der Wanderung und dann haben wir hoffentlich absolute Premiumplätze für den Grand Prix heute. Gucken wir mal. Okay, ist tatsächlich einfach noch zu. Das heißt, wir warten jetzt hier noch ein paar Minuten. Aber um 7 sollte auf sein. Und wer vor 7.30 Uhr kommt, der kriegt ein Geschenk. Wir setzen ja noch darauf, dass das eine Runde fahren mit Max ist. Das ist realistisch. Ja. Wahrscheinlich ist es ein Red Bull. Ich sage euch Bescheid. Also Punkt Nummer 1, wir sitzen direkt in Kurve 3. Wir sehen komplett die Gerade nach dem Start. Ah, ihr seht nur Zaun. Fokus! Und es gibt eine einfache Regel an der Strecke. Weil auch immer du Lust auf Schnupftabak hast, musst du nur zum Sandro sagen, haben wir schon geschnupft? Und schon geht's los. Wir sind am österreichischen Grand Prix. Motto selber. Pris. Pris. Wir sind jetzt an der Strecke. Mach mal dein Näschen. Was? Mach mal lieber dein Näschen. Soll ich? Ja. Und das willst du filmen? Ja. Ich will dich weinen sehen, Basti. Okay. Jausa! Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt muss ich aufhören. Nee, den kann ich straight erstmal an Kevin schicken, dann guckt er sich das auch im Stream an. Ja, mach das. Die Musikwahl ist sehr weird. Die haben sich doch alle verlaufen. Formel 3 ist rum. Die Sophia zum ersten Mal in den Punkten. Das gefällt uns. Und gleich ist auch schon wieder Formel 2. Also das ist echt eine Sache, die sich durchs Wochenende gezogen hat. Programm ist echt geil voll. Also du hast nie länger als eine halbe Stunde Pause und das reicht, um mal kurz was zu essen, was zu trinken, mal auf Toilette zu gehen oder so. Und dann kommst du wieder an den Platz und jetzt holen wir noch schnell einen Kaffee und in 2 Minuten geht einfach schon Formel 2 los. Also das ist schon wirklich geil. Du kriegst wirklich viel geboten am Rennwochenende. Und dann sagst du mal, ja, Formel 1 ist so teuer. Wenn du dir denkst, ja klar, 2 Stunden Rennen, dann kostet es irgendwie ein paar hundert Euro, ist auch teuer.
Aber wenn du halt noch tausend andere Sachen dabei hast und Flugshows heute noch, da bin ich anders hyped drauf. Zu holen. Gestern ein rabenschwarzer Tag für Mercedes und hier Lewis Hamilton vor. Dann geht der Haflinger auf einmal nicht mehr. Lauter werden! Schick mal einen Applaus rein ins Cockpit! Wir sind mit Funk mit Blackie-Schwarz verbunden! And normally, one pilot does, one pilot, because you need air, you need space. But probably, and they are world famous for three. Prix von Österreich 2023, 9. WM Lauf dieser Saison und ein guter Start aus der ersten Reihe, beide gut weggekommen und im Mittelfeld geht es schon wieder zu dritt nebeneinander, Anflug auf die Jochen Rebkurve, Verstappen hält die Führung. Einfach eben gekuhblockt. Irgendwie hat die immer noch nicht so richtig Bock. Oh yeah, Kuhattacke. Oh, die guckt schon so richtig aggressiv. Da steht richtig, ich schwöre. Schau mal richtig. Oh, oh. Können wir bitte durch? Sandro gibt euch später auch Gras. Ja, das bist du Gras. Ich glaube, die wollen Reißverschluss. Oh nein, 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 bitte bleib stehen! Nein! Ach, Digga. Guck doch jetzt nicht so doof. Geh weg. Ja. Ich mach gleich ein schönes Steak aus dir. Ja, aber die gucken doch immer so. Die laufen im Weg. Soll ich mal hupen? Nein. Bleib einfach stehen am besten, bis die irgendwann mal. Nein, schon etwas vorfahren, sonst passiert nichts. Die bleiben einfach. Wie viel fliegen. Dankeschön, liebe Kuh. Ich mach doch kein Steak aus dir. Hast Glück gehabt. Okay, schnell. Oh, da war aber knapp hier. Das war Kuh für danke fürs Durchlassen. So, nachdem wir mit den Kühen gekämpft haben und erfolgreich gewonnen haben, sind wir wieder in der Alm. Und in der Alm brauchen wir jetzt ein Köpfchen. Ich habe Larry und Pigment. Was hast du, Anna? Traube, Minze, Icy Baby und Ino Black. Nice. Was hast du, Sandro? Rose von Kismet und Coca-Cola.
Lays. Coca-Cola. Coca-Cola. Basti, was hast du? Ein Sonnenbrand. Und ein Massive Pinkman. Ich wollte eigentlich deine Pfeife filmen, aber Sandro hat einfach spontan seinen Kopf entwickelt. Ich dachte, ich weiche aus. Nee. Ja, also Pinkman, Larry und Rose. Also seid die Rosengang? Ja. Ich hab Basti seinen ganzen Rose weggeraucht. Schmutz. Eigentlich wollte ich sagen, dass wir jetzt das Köpfchen rauchen. Und Sandro und seine Freundin fahren heute tatsächlich schon wieder. Wir werden gefahren. Anna nicht. Was? Wer fährt euch? Der Bahnfahrer. Und Marvin. Dream Team. Dream Team. Ich und der Bahnfahrer. Du kriegst die Formel 1 aus Spielberg, aber nicht aus... Junge, wie viele Gänge hast du? Wo ist die Turboentladung? Zeig mal, wie viele Umdrehungen du schaffst, komm. Perfekt. Eine Note ist perfekt. Gib mal Gas. Ist noch nicht warm. Grüße gehen raus an Kassel. Wir hatten eben noch eine grandiose Idee. Wir haben Sandros Dosen-Sounds einfach unter ein Video von der Formel 1 gepackt. Das war noch. Dramatische Musik. Einen absolut wunderschönen letzten guten Morgen hier auf unserer Alm. Wir sind gerade schon am Autoparken im Hintergrund. Ja, und dann geht die Heimreise los, ne? Wir werden über München fahren, werden den Basti abliefern. Dann muss ich noch die Anna heimbringen. Und dann geht's heim. Also das werden wahrscheinlich gute 8-9 Stunden mit Stops und sowas. Ja, wir wurden heute Morgen ein bisschen abrupt geweckt. Um 8 dachten sich Bauarbeiter, die Regenrinne zu erneuern. Das war jetzt nicht so cool für Idylle auf der Alm. Aber abgesehen davon war unsere Unterkunft hier schon wirklich absolut Premium, ne? Okay, let's go. 9 Stunden Heimreise.